Hey, aufstehen. Schlafen, Mützchen. Hast du gut geschlafen? Ja, nein, du hast ja geschnarcht. Tut mir leid. Da ist ein Loch in unserem Haus. Nein, das soll so. Und ja, erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feed the Beast, Minecraft, zwei Idioten unterwegs und so weiter, ne? Let's Play, wollen wir das echt so nennen? Das ist eigentlich mehr Let's Snoop als alles andere. Aber wir lernen hier auch für uns. Let's Learn. Let's Learn. English Language. Let's Learn Minecraft. Ne? Bloß fürs Protokoll. Genau. Muss man hier so sagen. Ich baue hier gerade mein kleines Zimmer fertig. So, das Zimmer schön. Stück für Stück. Stück für Stück. Ist hübscher. Hoffentlich irgendwann mal. Eins, zwei. Passt. Der Boden gefällt mir natürlich so gar nicht, ne? Also. Meinst du dieser Grasboden? Ja, Erdenboden brauche ich nicht so wirklich. Das heißt, wir müssen noch auf die Suche nach Schäfchen gehen. Oh, was habe ich denn hier? Für Wolle? Ich glaube, ich habe gerade, was habe ich denn gerade gefunden? Brauche noch ein hübsches Kupfer. Dach. Kupfer, cool. Eine Hacke bräuchte ich. Eine Axt. Eine Huckleberry Finn oder was? Eine Axt brauche ich, eine Axt. Aber liebe Leutchen, ich mache mal ganz kurz einen kurzen Cutchen. Denn, nee, ich mache keinen Cut. Den mache ich nach der Folge. Hast du F10 gedrückt oder F9? Ich habe F10 gedrückt, nein. Ich habe F10 gedrückt, es läuft ja schon und alles. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch die Schwierigkeit mal überprüfen, aber das machen wir nächste Folge. Weil wir spielen. Achso, das geht aber auch in den ganz normalen Optionen, ne? Also. Nicht auf dem Server. Du bist hier nicht im Singleplayer-Modus. Ach so. Ja, dann muss ich müsste jetzt eigentlich auf den zweiten Bildschirm wechseln. Aber okay. Da ich Minecraft im Vollbild spiele, kann ich da nicht schnell wechseln. Und wenn ich jetzt den Bildschirm wechsle, was passiert dann? Die X-Story unterbricht die Aufnahme. Das ist natürlich doof. Oder was heißt, die X-Story unterbricht nicht die Aufnahme, sondern es startet einfach ein neues File. Okay. Und das ist irgendwie ein bisschen dämlich. Das habe ich bei meinem zum Beispiel nicht. Der würde dann weiter einsetzen, wenn ich wieder zurück bin. Das ist ganz praktisch. Mhm. So, was wollte ich denn eigentlich jetzt machen? Genau, ich wollte Holz suchen, damit wir uns damit ein schönes Dächlein bauen können. Der Boin. Willst du keine Dachziegel haben? Nee. Holzdach. Holz. Zweites Stockwerk oder kein zweites Stockwerk? Weil. Ach, Quatsch. Braucht man ja nicht. Ich glaube, ich habe hier gerade Gold gefunden. Nice. Kannst du mir eine Kette draus machen? Und dann rennen wir hier als Pimps rum. Nee, ich lasse das Gold so in der Luft schweben, warte. Mitten im Raum. Moment, das haben wir gleich. Die Ghetto Boys von Minecraft. Ja, halt echt. So, hier schwebt die Gold. Die Gold. Die Gold schwebt da, Alter. Ohne Mist. Und direkt an dem Gold mache ich eine Fackel daran, damit es auch auffällt. So. Das ist jetzt so. Der Disco-Gold-Block. Nice. Da haben wir erstmal ein Stack voll. Wow, was kam denn da jetzt alles raus? Ach nee, ich habe meine Axt zerstört. Deswegen, die zerflog in 100 Teile. So, wir haben hier tausende Hühner, aber ich habe noch nicht irgendwo ein Schaf gesehen. Das wäre ganz cool, wenn wir da jetzt irgendwo eins finden. Ein Schaf. Ein scharfes Schaf, sozusagen. Genau, ist wie beim Döner bestellen. Mit Schaf? Ja, bitte. Ja, genau. Da hinten ist Kuh. Kuh nichts gut. Brauche ich scharf. Aber wir könnten uns doch auch erstmal eine Kuhherde züchten. Ja, wir können. Wow, ich habe hier gerade eine Kupferader gestochen. Nicht Kupferader. Eisen? Nee, Kohle. Ach, Mist. Kohle. Ich hoffe, man sieht es halbwegs, weil ich, wie gesagt, ich habe die Bildschirme nicht gerade hochgestellt und das ist irgendwie ja nicht wirklich von Minecraft-Dings, Bums und so. Ach, egal. Ach so? Ich habe schon wieder die Stoppuhr nicht. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich hätte sie laufen, also. What the fuck, was ist das? Zack. Hey, das leuchtet. Ja, das habe ich vorhin auch gefunden. Was ist das? Ich weiß nicht. Irgendwas komisches. Es ist blau und glitzert. Und jetzt habe ich es kaputt gemacht. Water Shard. Ich glaube, das ist für Magic. Ah, Magic. Ja, da kenne ich mich null aus. Ja, ich auch nicht.
Aber das klang jetzt für mich so. Oh, ich glaube, ich sollte mal hochgehen und mal Zack. Die Steine in die Truhe legen. Ich habe nämlich schon wieder so viele. Genau so. Zack. Achso, da kann ich wieder nicht oben raufbauen, oder? Ach, ich weiß es doch nicht. So, müssen wir mal ausprobieren? Minium-Scherbe. Mein schönes Dach bauen kann. Schön in Anführungszeichen gesetzt. Kohle liegt auch drin. Eisenbarren, Quicksilber, Zuckerrohr. Ah, oh, ne, die Sticks behalte ich. Blumen, Knochen, alles Mögliche. Nice. Ach, und Kupfer liegt. Kupfererz liegt auch drin. Was bringt mir Kupfererz? Wenn man aus Kupfererz kann man da nicht Kupferblöcke bauen und aus Kupfer dann auch Werkzeuge? Wenn ich das jetzt mit das Kohle. Kann sein. Warte mal. Das überprüfen wir jetzt gleich. Das sieht doch scheiße. Warum ist das so? Verstehe ich nicht. So, und jetzt kam die große Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Kann ich Dingsbums drauf bauen? Oder? Oh, dein Raum sieht schick aus. Nee. Ah, es geht. Besser als meiner. Ah, das sind erstmal nur so die Noob-Anfänge, ne? Wie immer. Ja, die Noob-Anfänge, genau. Du bist halt mal mega kreativ im Gegensatz zu mir. Ich bin so kreativ wie ein Stück Stein. Okay, ich kann auch kein Kupferwerkzeug daraus bauen. Mann. Für was ist das Zeug dann überhaupt? Oder braucht man vielleicht da Kupferblöcke? Zum hübsch Ansehen oder kann so? Kann es sein, dass man da Kupferblöcke braucht? Keine Ahnung. Mann, jedes Mal falle ich hier runter. Scheiß Dach. Moment, ich habe da gerade so eine Idee. Wie sind das denn bei Eisenwerkzeugen? Da brauchst du Barren quasi. Und wie mache ich die? Indem du die in den Ofen tust. Und dann kommen da Eisenbahnen raus. Genau, ja. Und dann kann ich da Werkzeug draus bauen. Und dann kannst du da Werkzeug draus bauen. Interessante Kombination, was ich jetzt hier zusammengesteckt habe, aber es bringt mir irgendwie gar nichts. Leute, was kann man denn aus Kupfer bauen? Sagt es uns doch mal. Genau. Was macht man mit Kupfer? Aua. Ich sehe irgendwie keinen Sinn im Kupfer. Hatte ich nicht irgendwo Glas gebaut? Jetzt ja. Liegt in der Truhe. Ich habe es rausgenommen. Ah. Und es wird auch noch weiteres Glas gefertigt. Super. So, dann müssen wir das so machen, weil mit den Glasscheiben funktioniert das nicht. Jetzt magst du die dünnen, oder? Ach, Kacke. Ich habe gerade gehört, dass du Glas zerstört hast. Ah, das sieht doch scheiße aus wieder. Ja, dann machen wir das anders. Also wir machen die Blöcke hier schon. Ah, dann mussten wir doch eine Doppeldecke einziehen. Da hatte ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf. Einen Doppeldecker sozusagen. zack. Ich glaube, ich baue mal in die Richtung hier hinten. Weil ich glaube, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da hinten ein reicher Schatz auf mich wartet. Baust du in meine Richtung? Nein. So, in die nächste Hacke wieder zerlegt. Sag mal, haben wir, geht relativ schnell, wa? Haben wir jetzt eigentlich genügend, damit ich mal eine vernünftige Hacke bekomme oder so? So Gold oder Diamant oder Platin oder irgendwas in die Richtung? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, so sonderlich. So, wir legen uns mal einen schönen Laminatboden. Legst du den bei mir auch aus? Nein. So wie zum Thema, wir legen uns. Weil ich gerade Glück gehabt habe und genau, es ist sich genau ausgegangen mit dem Stück Holz, was ich noch hatte. So, da ist Kupfer, Kohle. Kohle. Ja, Kohle ist irgendwie immer gut. Kohle ist super, ja. Deswegen. So, eine Holzdruckplatte. Zwei Stück. Eine Pressure Plate sozusagen. Genau. Das waren jetzt schon mal 8 oder 9 Kohle auf jeden Fall. Nice. Super. Also machen wir hier hoch. Ja, das sieht natürlich richtig scheiße aus noch, ne? Aber es wird irgendwann mal besser. Oh, und nochmal Kupfer, für was auch immer man das braucht. So, zack. So, jetzt wird es hier ganz schön finster. Jetzt baue ich mich mal wieder nach da vorne. Damit man auch mal was sieht. So, und ich würde mal sagen, wenn wir das Haus so halbwegs fertig haben, können wir dann mal gemeinsam auf Erkundungstour gehen, oder?
Das können wir machen, ja. Stone. Nehmen wir, glaube ich, normalen Stone einfach. Nee, hier haben wir den anderen. Okay. Ich sag mal, ich habe jetzt ja auch schon ein Steinschwert. Kann man sich ja auch eine Steinrüstung bauen. Wahrscheinlich kann man da nicht mehr laufen. Nee, ich glaube, das geht nicht. Ja, mal schauen wir doch mal. Da. Chest. Ich glaube, das geht nur aus Eisen und Gold. Es geht auch aus Stahl. Man kann sich Stahl herstellen? Anscheinend. Ist geil, man nennt nie aus bei Minecraft. Ja, ich sag mal, wenn du mal auf E drückst, ne? Ja. Dann hast du ja rechts so eine Liste, ne? Nee. Siehst du die nicht? Nee. Oh, das liegt vielleicht an meiner Mod. Ah, warte mal, ich sehe gerade, dass ich die ganze Zeit gar nicht im Fullscreen-Modus bin. Es gibt auch Kettenstiefel und Eisenstiefel. Eisenharnisch. Ich bin raus. Oh, tatsächlich, du bist raus. Eisenspitzhacke, Eisenschwert, Eisenschaufel. So ein Scheiß. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche einen Bogen. Ein Bogen? Ja, und dann mache ich, wie hieß dieser Film da mit dieser Bogen-Tussi? Bogen-Tussi? War das nicht? Allmächt, die Tribute von Panem. Ah, ja. Genau, da bin ich der Mockingjay. Aber war Mockingjay nicht eigentlich irgend so ein Vogel? Klingt auf jeden Fall so, ja. Scheiße, ich komme nicht mehr rein jetzt, oder doch? Hey, dein Raum ist echt schwer zu betreten. Wie? Du läufst einfach an der Tür vorbei. Ey, cool, ich habe ein Zombie-Hirn einstecken. Kann man das auch kochen? Wieder da. Kann man das Zombie-Hirn auch kochen? Das weiß ich nicht. Ich versuch's mal. So, dann muss ich die Aufnahme jetzt wieder starten. Ja, mach mal. Bei mir lief sie trotzdem weiter. Der totale Fail, alles drin. Alles auf Band. So, da sind wir wieder einen kleinen Absturz gehabt vom Spiel. Also ich jedenfalls. Ich nicht. Frankie nicht. Frankie ist ja auch IT-Fachmann. Korrekt. Glaube ich jedenfalls. Nee, hat er recht. Habe ich recht. Also Was nehme ich mir denn mit auf unsere lange Reise? Ich nehme mir 7 Steaks mit. Auf jeden Fall. 3 gebratene Hühner. Ah, viel mehr. Viel, viel mehr. Mehr haben wir nicht. Wird eine lange Reise. Haben wir nicht noch Kuhzeug? Kuhzeug. Das habe ich schon alles einstecken. Ach so. So. Und dann hier ist noch ein gebratenes Händel. 4 gebratene Händel. Ein Bett. Schwarzpulver. Eisenbahn. Pfeil. Pfeile sind immer gut. So, was lassen wir denn alles hier? Das lassen wir jetzt mal hier. Und ich nehm auch noch Stein mit. Ich nehme einfach das Prinzip Stein mit. Einfach so. Und Stöcke. So, einfach damit er kommt. Ja, Samen brauche ich nicht. Fackeln. Fackeln habe ich auch noch alles dabei. So, zack. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir schon. Zack und zack. Sollte man vielleicht Kohle mitnehmen? Nee, Kohle finden wir genug unterwegs. Ich baue mal noch ganz schnell eine Steinspitzhacke. Also ich habe noch 2 Steinspitzhacken an ein Steinschwert. Hm. Ja, ich glaube, so viel brauchen wir dann auch nicht. Weißt du, was wir machen? Weil ich habe für unterwegs habe ich noch Holz mit normales, damit wir uns eine Werkbank bauen können. Aber ich wollte doch gerade bauen. Also craften. Jetzt hast du eine Werkbank einstecken. Ach, ich hab die, ja. So. Ah, die können wir uns auch unterwegs bauen. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt habe ich keinen Stein. Wir schlafen. Ich habe noch Stein, 64. Jetzt habe ich die Werkbank einstecken. Hier hast du die Werkbank, warte. Juhu. Hey, du kannst Werkbänke kotzen. Also ich lege mich jetzt erstmal nochmal ins Bett. Ja, ich komme sofort nach, Schatzi.
Ich hau mir nur ganz schnell ein bisschen Stein noch ab, damit ich mir ein Dings bauen kann noch. Ein paar Hacken. Und dann ist das Wichtigste, was wir finden müssen, erstmal Eisen. Damit wir uns Eisenwerkzeug machen können und mit dem Eisenwerkzeug geht's ab. Eisen ist ja in der Erde, ne? Das ist in der Erde drin, genau. Warte mal, ich steh jetzt mal auf. So. So, wir haben noch ein Eisenschwert und eine halbe Eisenspitzhacke, okay? Also ich hab noch 8 Pfeile dabei. Vielleicht kriegen wir ja irgendwo einen Bogen. Ja, den kannst du dir ja craften, ne? Was hast du? Keine Ahnung mehr. Sticks, glaube ich, und Band, also Schnur. Das kriegst du, wenn Spinnen sterben. Haben wir da nicht was gehabt? Ich hab's, glaube ich, weggeworfen. Ich hab's, glaube ich, auch weggeworfen. Warte mal, wo war denn dein Loch, wo du alles hingeworfen hast? Ja, das ist schon weg. Wie kannst du nur? Das hält ja nicht so lange. Gut. Die Treppe lasse ich mal zu Hause. Ja. Ich habe mir irgendwo noch, glaube ich, gerade was zu essen gemacht. Ja, da. Ich baue jetzt mal die Pflanzen ab in meinem Schlafzimmer. Welche Pflanzen? Okay, mein Zimmer sieht gerade so bezugsfertig aus. Was dein? Ist halt wirklich nur ein kleines Zimmer. Also da müssen noch ein bisschen Mobiliar rein und so. Aber das kommt alles noch. Ja. Immer mit der Geduld, ne? So. Was sagt denn die Aufnahmezeit? Die sagte, ist gut. Okay. Also ich sag mal, wir könnten jetzt auch einen Cut machen. Wir könnten jetzt auch einen Cut machen und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie wir die erste Höhle gemeinsam korrekt. 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 Aber vielleicht sollten wir uns nochmal hinlegen, nachdem wir die Folge mit Schlafen angefangen haben. Beenden wir die Folge mit Schlafen. Damit im tollen Doppelbett. So, ey, jetzt haut er mir, jetzt haut er mir die Tür vor der Nase zu. Willst du links oder rechts schlafen? Ich schlafe die Liebe. Rechts. Ich wollte sagen, ich will ans Fenster, aber ich liege ja nicht am Fenster. Gut. Liebe Freunde. Dann gute Nacht, liebe Leute. Oh, es ist schon wieder Tag. Oh, verdammt. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.